Der Bunte Hund Leipzig e.V. ist 2011 gegründet worden. Die Idee dazu brachten zwei Studenten der Veterinärmedizin aus Düsseldorf mit. Dort gibt es schon einen ähnlichen Verein, der sich insbesondere um die Betreuung von Tieren, von Obdachlosen und Drogenabhängigen kümmert. Diese Idee haben sie halt mitgebracht und haben gesagt, in der Großstadt Leipzig ist es auf jeden Fall notwendig, sowas zu haben, und es müsste doch zu machen sein. Der Bunte Hund versorgt insbesondere Tiere von sozial extrem bedürftigen Menschen aus Leipzig, die schlechterdings nicht den Weg zum Tierarzt von sich aus finden. Deren Tiere müssen aber auch versorgt werden. Die haben das gleiche Recht wie die anderen Tiere. Ich denke, dass hinter dem Bunten Hund ganz viel Organisation steckt, die die Streetworker alleine nicht bewältigen können. Dass der Bunte Hund mit Sicherheit Unterstützung braucht. Die ganze Organisation, Termine, Bescheid zu geben, zu gucken, wann welches Tier, an welchem Tag. Wir haben hier ein gutes Team von Streetworkern, die die drogenabhängigen Obdachlosen betreuen und mitkriegen, dass die auch Tiere haben. Wir haben uns bereit erklärt, einen Teil der Organisation des Bunten Hundes zu übernehmen. Hatten die Idee, dass wir das nicht selber machen, sondern dass wir Leute finden, die vielleicht selbst schon Erfahrung mit einem bunten Hund sammeln konnten. Über diese Streetworker bekommen die betroffenen Personen einen Überweisungsschein, und mit diesem Überweisungsschein können sie zu den Sprechstunden, die extra für den bunten Hund abgehalten werden, kommen. Dann werden deren Tiere kostenlos versorgt, behandelt, geimpft, entwurmt und andere Notfallbehandlungen durchgeführt. Wenn jetzt mit meinem Hund was ist, melde ich mich eben bei meinem Streetworker, und er sagt mir dann, welcher Tierarzt Sprechstunde hat und wann. Der Bunte Hund ist mittlerweile in Leipzig schon gut bekannt. Er ist so gut bekannt, dass wir den Bedarf an sich nicht abdecken können. Es bestehen also jetzt schon richtige Wartezeiten für die Betroffenen, mit ihrem Tier zum Tierarzt zu kommen, und die laufen sich zum Teil schon auf mehrere Wochen. Es ist einfach schön zu wissen, dass es Leute gibt, die eben den Tieren jetzt auch so mithelfen. Unsere Arbeit selber machen wir kostenlos, aber es müssen halt Medikamente eingesetzt werden. Diese ehrenamtliche Tätigkeit, die das dann ja wäre, da möchten wir den Leuten gerne eine Aufwandsentschädigung zukommen lassen. Darum geht es jetzt hier. Freut mich, dass es das gibt.